Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns mal den Rotsternpark vom Limited Joe Craft an. Grüße gehen raus an dich, falls du das sehen solltest. Und ja, 42 mit Bit, Hauptschlüssel mit Byte, Credits. 42, juhu, Update, yes. Yes, ich bin Sub. Für alle, die noch kein Sub bei Josef sind, der Download kommt wahrscheinlich auf dem Discord von ihm nächsten Sonntag. Am 1.8. sollte der Download eigentlich kommen. Also guckt da gerne vorbei, wenn ihr das auch haben möchtet. Das ist der Rutschsteinpark. Okay. Ich würde sagen, gehen Sie Survival Mode für mehr Spaß. Und dann gucken wir uns erstmal hier hinten das an. Hier ist der Wasserflugzeughafen da. Krokusdurchsage. Okay. Da unten. What is this? Das hier war doch der Zug. Ich möchte Zug fahren. Wanna go space per space. Hui. Also an sich, ich finde die Ideen auch, die der hat, mega cool. Aber ja, gucken wir uns jetzt erstmal den Rotsteinpark auch an. Dann. Eingang. Kassenautomat. Pass hier aufladen. Nach 9 Minuten, 100 Byte. Ich bestelle mal für 60 Minuten. Dann. Ich finde diese Musik immer noch so episch. Dann fangen wir, würde ich mal sagen, auf der linken Seite an. Gehen alle Attraktionen einmal durch. Exit Show in 8, 7, 6. Geht das wieder weg?
Stop Sound. Okay. Dann. Nice. Hat designed für die Toiletten. Wait. Ah. Leider nicht. Aber coole Idee. Dann. Sommerrodelbahn. Ticketkontrolle. Ah, das ist ja genug. Dann fahren wir noch runter. Sommerrodelbahn. Moin Janus, wie geht's? Gut? Okay. Moin Joe, fährst du auch mit? Mega cool gemacht. Also dickes Respekt an Joe und Janus, was die hier auf die Beine gestellt haben. Ich find's mega krass. Ich verfolge halt auch alle Streams und muss sagen, macht wirklich Spaß beim Rotstein-Pack mal zuzugucken. Mein Kuh. Das wird auch eine, glaube ich, sehr lange Folge. Weil ich werde auf jeden Fall jedes Fahrgeschäft einmal mir angucken. Ich habe einfach nur 15 FPS in dieser Map. Wobei ich sonst immer über 1000 habe, also. Ups. Okay. Ich brauche Essen. So, und da habe ich auch Essen. Steak. Okay, dann. Diese Attraktion, ich bewerte die mal. Die Attraktion bekommt von mir. Es ist halt klassik. Ich würde dieser Attraktion 5 von 10 Punkten geben. Dann. Die wilde Wasserbahn. Schnell, schnell, schnell. Okay. Wieder Basic Redstone. Mega cool. Jetzt werde ich gleich geblitzt, glaube ich. Und blitzen, woo! Ich finde das so cool gemacht. Jetzt ist mein Leck. 9 FPS in dieser Map.
Das ist so cool gemacht. Komisch, dass es von da ganz oben regnet. Setzt das automatisch gerade hin? Dann. Also das habe ich cool gemacht, aber ich hab doch ein Head. Warum ist ein Head da nicht drauf? Ey, Jo, kannst du mir das erklären? Und warum B? Okay, ich frage, da fragt einfach mal nicht. Ich habe keine Ahnung, in welchem Mode ich das spielen soll, das Game. Ich gehe einfach mal in Adventure. Okay, diese Attraktion, ich fand sie richtig cool, kriegt von mir. Ist noch nicht das Beste, aber ich gebe ihr 7 Punkte. Wikinger-Spielplatz. Okay. Mein Wolfi. Was ist das? Seilbahn zurückrufen. Oh no, oder? Seilbahn start. Wow, wie cool! Wie cool das gemacht ist. Screenshot. So. Digga. Unverschämtheit, das ist nicht deine Map. Was ist mit dir falsch? Okay. Dann. Wikinger Spielplatz kriegt von mir. Es gibt nicht so viel Rest. Deshalb würde ich sagen, Wikinger Spielplatz kriegt von mir 4 von 10 Punkte. Ich warte noch auf die Hauptattraktion. Was sind hier überall Hunde? Waking Eyes. Das ist cool. Waking Eyes, 10. Fail. Lol. Okay. Ausgang. Geht da lang. Also, Joe, ein Verbesserungsvorschlag an dich.
Zeig besser, wo der Ausgang ist. Weil ich bin sehr lost. Da gehe ich einfach so wieder raus. Nächstes Fahrgeschäft. Aber auch die Designs sind nicht mehr cool. Nein. Klar. Okay. Dann. Da und da. Ich möchte nach da. Defini. Fortstartet in. Springen. Hui. Das finde ich mega cool gemacht. A Breaking Ice kriegt übrigens von mir. Ich finde die Idee sehr cool. Aus 7. 7 von 10. Dann. Einmal raus. Ausgang. Das kriegt von mir. Ich die Idee auch mit den Springen voll cool finde. 6 von 10. Bisher gab es noch nicht so eins, das mich richtig geflasht hat. Ich warte da noch drauf. Ich warte noch auf so ein Minigame, das mich richtig flashen wird. Joe, schon beim Voraus, tut mir leid, sollte ich nicht alles sehen, weil ich was vergesse. Rechts klick auf die Plattform. Oh. Okay. Ich glaube, ich werde ein Video machen. Back. Finde ich cool. Pew. Okay. Was ist das? Autoscooter zu gucken. Autoscooter. Mit Autoscooter spielen. Autoscooter. Geht nicht. Hat das Günther kaputt. Dann spiele ich halt Eiskart. Da, okay. Joe, ich werde mich jetzt auch testen. Ich habe gestern gesehen, wie du dich geschlagen hast. Ich bin überhaupt nicht gut da drin, also. Eiskalt, gleich geht's los. Kann ich mich doch kurz bitte richtig positionieren? Danke. Wololo. Ich bin überhaupt nicht gut daran. Okay, Joe, du bist besser als ich. Kann Boot auf dieser Version überhaupt nicht fahren. Ey! Lol, ich hab's geskippt. Ja, moin. Holy, falsche Richtung. Ich werde da nur eine Runde fahren. Okay, das ist richtig schwer, Joe. Du hast dich übertrieben. Das ist richtig schwer. Hilfe!
Okay, diese Eishöhle ist mega fies. Die Eishöhle ist mega fies. Haha. Help me. Ah, schon. Ziel. Okay, cooles Minigame. Und auch das Design ist wirklich cool. Ich gebe diesem Minigame 9 von 10. Dieses Minigame kriegt von mir 9 von 10 Punkte. Dann gibt's noch ein Game. Tempo normal. Bitte einsteigen. 9, 8, 7, 6, 5. 3, 2, 1. Die Musik finde ich auch cool. Gibt's die schon? Die Musik ist noch nicht eingebaut, schade. Nee. Cooles Minigame. Ich fahre mal gegen eine Linie. Game over. Nice Sweet Game. Ich glaube, ich werde. Ach, Gewinner. Ich glaube, ich werde jetzt auch immer, ob ich beim nächsten Minigame bin, cutten, weil. Ich glaube, das dauert etwas. Das werde ich auch nochmal so machen. Dann hier hoch. Und die wilde Bergbahn. Was denn das? Das soll ich nicht machen. Wilde Bergbahn. Nächste Fahrt bereit. Ach, das war die Bahn. Und Boost! Juhu. Wow. Ach, das Design finde ich mega cool. Nur hier ist halt noch sehr wenig designt. Echt coole Bahn. Okay, Leute, die Bahn kriegt von mir 6 von 10. Dann ab zum nächsten. So, hier sind wir beim Breakdance. 31 Minuten habe ich noch. Bitte aussteigen und nicht auf den Erbrechen kotzen. Ja, stimmt.
Hallo, beruhigt, dass Sie mich mitfahren. Die Fahrt startet gleich. Wann wird mir schlecht? Ich weiß, dass man die Übelkeitseffekt kriegt gleich. Turbo 2, 1. Da ist der Übelkeitseffekt. Ah. Puh, überlebt die Fahrt. Da habe ich jetzt, ich fahre jetzt mit der Achterbahn. Achterbahn, ich möchte fahren. Roter Donner. Wechselfahrt bereit. Kann man dich nicht auch einfach hier so hinstellen? Nur so tun. Ha, guck mal, ausgetrickst. Ey, Bruder, ich fahr hier. Bruder. Mann, ich möchte mitfahren. Versteht das doch. Mann, ist er jetzt resettet? Roter Donner. Da, yes. Dann, nun. Jetzt fahre ich aber mal mit. Meine zwei. Let's go. Ich stumme mich und genieße einfach mal die Fahrt. Das war gerade ein Leck. Also ich habe gehört, die Fahrt soll 3 Minuten dauern. Was ich schon richtig krass finde, dass sie sowas hier gebaut haben. Guckt euch das an. Das ist krass.
Ich weiß nicht, wie viele Attraktionen ich schon gefahren bin. Aber ich glaube schon so einige und ich glaube, es kommen auch noch so einige auf mich zu. Das Geisterhaus ist noch nicht fertig, das weiß ich, deshalb fahre ich damit noch nicht. Riesenrad muss ich noch fahren. Ich muss noch diesen Feuerdrachen fahren. Also, da kommen, glaube ich, noch viel. Und Minigolf. Genau, Minigolf spiele ich auch noch. Auf Minigolf freue ich mich am meisten. Ich muss schon sagen, richtig coole Fahrt. Fotoapparat und Fotobox. Okay, das kommt wohl noch. Ah, ich weiß, dass es kommt. Jetzt verschwinden die da. Hast nicht keiner von euch, ich bin weg. Okay, ich glaube, ich spiele doch jetzt schon Minigolf. Hä? Hat niemand gesehen, so. Scorekarte. Carrot on a Stick. Bahn 1. Hallo? Flash Game Mode Survival. Okay. Oh no. Okay, zwei Schläge. Dann, wo ist Band 2? Band 2. Band 2 funktioniert, glaube ich, nicht. Genau, Band 2 war die Bahn, die nicht funktioniert hat. Josef, die Bahn funktioniert nicht. Sagen wir aber, ich hätte 2 gebraucht. Dann waren 3. Weiß zwar nicht, wofür es ein Bar-Reset gibt. Ah. Doch, ich glaube, ich weiß wofür. Drei Schläge. Ich finde das richtig cool gemacht. Takebook. Und Bahn 4. Zwei Schläge, okay. Deckbuch. Von 1, 2. Okay. Dann. Einmal was essen. Ja. Ich habe mal schnell die Bahn gewechselt. Ich weiß, hier liegt jetzt sehr viel rum. So. Aber wollen wir mal gucken. Der muss da rein, okay. Oh no. Hä? Na, zu doll. Ey, das ist richtig schwer.
Mann! Sieben Schläge, wow! Palm Beach, Bahn 5, 7 Schläge. Dann, ich hatte ja keine Ahnung, was Bahn 6 jetzt ist. Aber ich glaube mal die hier. Was hier zu tun? Hier kann man Hole in One schaffen. Einfach durchgängig beschleunigen. Oh nein, jetzt liegt er auf dem Sand. Okay, das hier wieder gut zu machen wird schwer. Okay, das sind leider so einige Schläge. Okay, geschafft. Schläge 5. Dann. Takebook. Welche Bahn war das? Bahn 6, perfekt. Glaube ich, ist das hier Bahn 7? Ich weiß nicht, was sinnvoller ist. Aber ich würde einfach mal in... Oh mein Gott, das war wirklich schlecht. Das ist schlecht. Okay, die sind, dass der irgendwie automatisch schießt, finde ich doof. Bitte. Komm raus, komm bitte. Aber bitte auch auf der richtigen Seite. Mein Gott. Bitte. Komm schon. Ball, hallo. Da ist der Ball. Das, die Bahn ist nicht gerade leicht. Peinlich, Schläge 9. Und dann geht's hier die letzte Bahn, glaube ich. Einfach auf gut Glück. Na, war nix. Hä? Das ist so knapp. Das ist schwer. What? Was ist das gewesen? Was? Hilfe, Ball! Was machst du? Ich glaube, das wird nichts mehr. Das hat der Ball gerade zu sehr gemacht, was er wollte. Nein, bitte, Ball. Nein! Mein Gott, Ball, was machst du denn? Nein, Ball, bitte bleib hinten. Danke, Ball. Oh, Schläge 10, das war gut. Jetzt noch eine Bahn. Das waren scheinbar alle. So, scheinbar waren das alle. Ich habe gerade was ausprobiert und würde ich sagen, guck ich mal, was noch so für Minigames gibt. Also das Scorecard sagt 2, 3, 2, 7, 5, 9. Uff. So Leute, nächstes. Okay, es leckt hier unnormal, wenn ich hier durchgehe. Ich weiß, dass da drin was steht.
Das öffne, das gerade, das sie gerade öffnen. Heroes Joker. Geliebt und unvergessen. Geliebt und. Aha! Nicer Joke. Ah, oh, ups. War's nicht. Das sind wohl alle Helfer. Wo fängt die Bahn an? Hilfe, Leute! Etwas unübersichtlich. Ach, da hinten. So. Flying Dwang. 19 Minuten noch. Let's go, würde ich da mal sagen. Das ist so episch gemacht. Sorry, dass es so leckt, aber das ist so viel Technik hier, da bekommt mein PC nicht klar. Weiß gar nicht, wo ich hier gucken soll. Also das, diese Bahn heißt nicht Flying Dwang, die heißt FPS Killer. Komm, boost mich. Ich weiß, dass hier noch ein Boost kommt. Aber dieser Dragon, da ist so cool. Real Talk, die haben das so gut hinbekommen. Looping! Dann einfallen. Richtig cool. Wo ist der Ausgang? Ach, hier. Okay, dann. Gucken. Ah, die Borkener. Das Tor finde ich so cool. Ausgang. Eingang. Es gibt ein Lanzenstechen. Das mache ich nicht. Ich möchte mir den Film angucken. Hallo, ich wollte was haben. Kann ich bitte was zu essen? Nee, okay. Schade. Dann. Film starten. 5 FPS, Bruder. Heute erzähle ich euch ein besonderes Märchen, und zwar das Märchen Frau Wolf. Ich mute mich für die Zeit. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mädchen, das bei seiner Stiefmutter lebte. Stopp, stopp, stopp! Die Schauspielerin ist nicht da. Oh nein, unsere Schauspielerin ist wohl nicht da. Dann muss wohl jemand aus dem Publikum diese Rolle übernehmen. Dafür wähle ich folgenden Spieler aus. Also, jetzt noch einmal. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mädchen, das bei seiner Stiefmutter lebte. Täglich musste sich das Mädchen auf der großen Straße bei einem Brunnen setzen und Banner spinnen, so viel, dass ihm allmählich die Finger anfingen, weh zu tun. Die frisch gesponnenen Banner stellte das Mädchen neben den Brunnen.
Doch plötzlich fiel eines der Banner tief in den Brunnen und verschwand. Das Mädchen aus Angst vor der Wut der Stiefmutter aber sprang dem Banner nach, um es aus dem Brunnen zu holen. Nach dem stürzenden Brunnen erwachte das Mädchen auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief: Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon leer. Da trat es zum Ofen und holte alles Brot aus ihm heraus. Dann ging es weiter und kam zu einem Baum. Der war voll Äpfel und rief ihm zu: Ach, pflücke mich, ach, pflücke mich, wir sind alle miteinander reif. Da fing das Mädchen an, die Äpfel vom Baum zu pflücken. Fleißig wie eine Biene waren darauf alle Äpfel gepflückt und das Mädchen machte sich auf, weiterzugehen. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus kam eine alte Frau. Die rief ihm zu: Ich bin Frau Wolle. Bitte hilf mir und dir soll es gut gehen. Das Mädchen, das eigentlich auf der Suche nach dem Banner war, unterbrach diese und half der guten Frau. Diese sprach: Schon seit Tagen im Ofen entdeckte das Mädchen Holzplanke. Das Mädchen fand zwei Eisenbarren. Es dachte sich, dass man daraus gut eine Schere machen könnte. Nachdem das Mädchen eine Schere gefertigt hat, nutzte sie diese, um das Schaf vor dem Haus zu scheren. Mit der Schere erhielt das Mädchen vom Schaf herrliche weiße Wolle. Die Holzplanken und Wolle zimmerte das Mädchen gekonnt zu einem Bett zusammen und stellte es in das Schlafzimmer von Frau Wolle. Die Frau Wolle dankte dem Mädchen für die gute Hilfe und führte es zu einem Tor vor dem Haus. Das Tor ward aufgetan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen, sodass es über und über davon bedeckt war. Außerdem hielt das Mädchen als das Banner, was es hergestellt hatte. Es war auch von Gold bedeckt und in schönster Form. Von diesem Tag an lebte das Mädchen glücklich und wohlhabend. Jedes Mal, wie es schneite, dachte das Mädchen an Frau Wolle und die abenteuerliche Reise durch ihre Welt. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Also, lieber Spieler, ich bedanke mich bei dir, dass du das so gut durchgespielt hast. Ich verabschiede mich von den Zuschauern und dir, lieber Spieler, wünsche ich viel Glück. Leute, ich habe gerade ganz auch gedacht, das war so cool. Leute, mega nice. Das kriegt von mir eine 10 von 10. Auf jeden Fall. So, eine der vorletzten Attraktionen. Western Show. Ich bin so gespannt, wie gut ich mich schlagen werde. Ich hoffe, gut. Let's go. Okay, dann. Let's go. Howdy, Sheriff. Willkommen in der Stadt. Zeig uns deine Schießkünste anhand der Tage. Sparky! Hast du die ganze Woche nur Kaktus gegessen? Ja, du kannst ich. Ja kaum die Knarre halten. Digga, ich war doch... Hey, Digga, leck! Das Zielwasser im Saloon getankt, oder wie?
Warum laggt das plötzlich so? 9 FPS? Geht besser, Partner. Etwas schlechter und ich hätte gleich den Honiggolem hingebaut. Ja, ja, Spark, ich weiß. Musst du mir nicht nochmal sagen. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Mein Gott. Das Zielwasser im Saloon getankt, oder wie? Mann. Hast du die ganze Woche nur Kaktus gegessen? Du kannst ja kaum die Knarre halten. Das leckt so unnormal. Achtung, Sheriff, Leute. Die Bank wird ausgeraubt. Schalte den Gangster aus, bevor er entkommt. Dafür gibt es Bonuspunkte. Leute. Das Zielwasser im Saloon getankt, oder wie? Der Bankräuber ist entkommen. Das ist überhaupt kein guter Run. Das Zielwasser im Saloon getankt, oder wie? Leute, wie schlecht bin ich heute? Etwas schlechter und ich hätte gleich den Honiggolem hingebaut. Das schlägt so unnormal. 8 FPS, Mann. Ta! Endboss. Santa Marias in der Stadt. Jetzt geht es um Geschwindigkeit. Ein Duell, nur ihr beide. Halte deine Waffe angespannt und drücke nachdem er schießt, so schnell du kannst ab. Deine Reaktionszeit bestimmt das Endergebnis. Digga, das laggt so unnormal. Boah, ich hatte 2600 Punkte. Wow. Aber das Spiel ist so verdammt cool, muss ich schon gestehen. Die echt schon gute Arbeit geleistet, muss ich schon sagen. Leute, ich habe mich geirrt. Es gibt doch noch so einiges. Ich habe nichts mehr. Oh mein Gott. So, ich habe mir nochmal schnell die Sachen alle geholt. So, dann. 66 Minuten müsste passen. Lag so unnormal. Was war das? Hatten wir? Hier hinten waren die aber noch nicht. Vielleicht hilft das was? Chance mal reloaded. Leckt immer noch, aber ist okay. Ich weiß nicht wohin, Leute. Wo war das? Schweinekart fehlt zum Beispiel noch. Hier. Ein Eingang. Auf welchem Pferd sitze ich? Ich sitze auf. Keine Ahnung, wie der heißt. Mein Pferd hieß Horst. Moin, Horst, wie geht's? Das Minigame fand ich auch cool. Schatzsuche. Lol. Also ich glaube, es ist sinnvoll, auf dieser Ebene zu kramen. Dann sieht man es nämlich immer. Habe ich die da gesehen? Nee.
Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Magic gewinnt, yeah. Wo ist die Chest? Also ich glaube, das solltet ihr mal fixen. dass man das abbauen kann. Digga, es leckt unnormal, diese Map. Es liegt nicht an Joe und Janus. Es liegt an der Map. Die Map ist krank. Da, oder? Nee. Okay. Ich nehme einfach diesen Ausgang. Was gibt's noch? Saflan, moin! Gabriel Banane. Wait, kann ich? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Moin, hey! Habt ihr. Ach, da! Lol. Nee, hä? Hier, Gabriel Banane. Dann halt nicht. Oh, Wildwasserbahn. Ich tut fahren. Flash Game Mod Adventure. Das ist so cool designed. Retalk, Leute. Respekt an die Bauer. So episch. Wasserfall in die Endhöhle. Dann da. Lauter Pufferfische reinzutun. Waiting for Abhör. So, einmal den Tag kurz gewechselt. Montys Tunnelchaos. Haben wir kurz Essen genommen. Montys Tunnelchaos. Moin Monty, wie geht's? Leicht. Montys. Leute, man hat die Villager, da tut er sogar gesehen. 30 Sekunden noch.
23. Nice. Dann. Heute geht. Ein weiteres Game ist. Muss mal gucken, das Video gibt bereits seit einer Stunde. Tower of Doom. Na, Real Talk, dafür lohnt sich wirklich das. Joe? Joe? Was war das? Erst mal Sterma-Dip Tower. So. Das ist nicht possible. Ah doch. Moin Items. Und da ist noch ein. Dann. Was habe ich noch nicht gespielt? Schweinekart. Wo ist Schweinekart? Da. Das ist auch das vorletzte. Da, was ist das? Schatzinsel. Ja, das hier ist das vorletzte Game. Wartezeit ab hier 20 Minuten. Schweinkart. Schießfahr. Stimmt, ich tu mal kurz alles in mein Schließfach. Das letzte noch rein. Neues ran. Okay. Ich glaube, das ist ein Fehler. Warum werde ich so schnell? Help! Hä? 3 von 3 kommt doch jetzt. Irgendwie ist das gerade mega Bock, das Game. Leck, 6 FPS, 5. Komm,
Okay, ich hinterfrage mich schon mal nicht. Ich möchte beschleunigen. Los, Piggy Pig. Los, Piggy, schnell. Platz 1, yes. Okay. Auch richtig cooles Minigame. Würde ich sagen, fahren wir jetzt noch einmal mit dem Riesenrad und dann haben wir alles. So. Dann. Redstone Eye. Nehme ich mit. Oh, Glück gehabt. Ach nee, stimmt. Danach kommt noch der Abenteuerweg. Den Abenteuerweg haben wir noch nicht. Aber auch an sich dieses Model. Mega cool. Fahre ich nur eine Runde Riesenrad oder zwei? Okay, dann noch einmal den Abenteuerweg probieren. Auf gut Glück. War er nochmal? Hier hinten war er, glaube ich. Oh. Und es, glaube ich, gab on the floor ist Lava. Ich weiß noch nicht wo. Nicht schon wieder Diorite. Wer hat denn da schon wieder hingekackt? Weg damit. Die Scheiße will ich hier nicht haben. Ah, schön. Cool. Ein Versuch. Nein, nicht. Ein Versuch. Schlecht. Ach, schlecht. Failed. Okay. Kann ich mir das nochmal anhören vielleicht? Nee, Klim, möchtest du nicht mehr sprechen? Okay. Dann noch einmal The Floor Lava. So Leute, ich glaube, das hier war The Floor Lava, wenn ich mich nicht täusche. Ich werde sowieso direkt am Anfang fällen. Wie kommt man da rein? Leute, ich möchte nur so für das Lava spielen. Ach hier. Hä? Hä, von irgendeiner Unterführung, aber von wo, Leute? Gab's hier nicht. Dann einmal hier lang. Hier war der Flusslaber. Perfekt. Tutorial Coco RGB. Keine Ansage mehr.
schlecht. Okay, ich bin wirklich schlecht. Tja. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Alles in allem fand ich diesen Park mega. Der Park kriegt eine 11 von 10 sogar. Er war einfach nur genial. Und ich freue mich schon, sollte irgendwann mal die Beta 4.0 rauskommen, die man da spielen kann, wo es dann nochmal neue Minigames gibt. Wird wahrscheinlich noch was dauern, aber ich freue mich schon drauf. Und damit würde ich dann sagen, ne? Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis bald und ciao, Leute. Ach, und falls schon das sieht, danke, dass du die Map hier gebaut hast und dass wir die spielen durften.